Wenn Sie das Ostwestfalen-TV-Team und das Projekt rund um den Herforder Eishockeyverein unterstützen wollen, dann melden Sie sich für weitere Infos unter ostwestfalen-tv@fdo-herford.de. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Ostwestfalen TV für euch zu Gast beim ESC Paderborn. Über 100 mitgereiste Herforder Fans waren hier angereist, um das Spitzenspiel, das Derby gegen Paderborn zu sehen. Aber zunächst gab es erstmal den Pokal zur Regionalligameisterschaft für die Herforder Ice Dragons. Die Jungs der Ice Dragons haben sich diesen Pokal natürlich mehr als verdient. Für dieses Etappenziel haben sie jedes Heimspiel, jedes Auswärtsspiel gewonnen und dafür den Regionalligameistertitel erhalten. Hier Fabian Staudt, Kapitän der Ice Dragons, der den Pokal entgegennimmt und den Fans präsentiert. Die Herforder Jungs waren an diesem Abend mit 20 Spielern auf dem Spielberichtsbogen gemeldet und im Tor startet die Nummer 85 Lars Morawitz. Die Paderborner hingegen waren mit 15 Spielern gemeldet und im Tor startet hier Tobias Löb. Es wurde pünktlich angepfiffen und natürlich gebührend von den Herforder Fans gefeiert. Somit war das Spiel hier eröffnet. Und so springen wir hier in die dritte Spielminute mit einem super Pass von Lukas Derksen auf Lindenbrügger. Und der macht hier das 1:0 für die Ice Dragons aus Herford. Wir machen weiter in der siebten Spielminute. Ähnliche Bilder wie beim 1:0 der Herforder. Super Pass von Josewik auf Kostirev. Und der macht hier den Ausgleich 1:1. Weiter geht's in der achten Spielminute. Hier Kostirev wieder am Puck und zieht durch die neutrale Zone, durch die Herforder Defensive und an Lars Morawitz vorbei zum 1:2 für Paderborn. Die Herforder Jungs ließen sich davon natürlich nicht unterkriegen. Hier in der 12. Spielminute Bulli gewinnen, Naseband auf Brinkmann, zurück auf Naseband und wieder hoch zu Brinkmann, der zieht ab aufs Tor, Staudt schnappt sich die Scheibe und schiebt ein zum Ausgleich, 2:2. Wir machen weiter in der 19. Spielminute, Lindenbrügger hier am Puck, zieht ab, den Abpraller bekommt Alexander nicht auf die Kelle und Naseband setzt nach und trifft zum 3:2 für Herford. Führung im Ende des ersten Drittels für die Herforder Jungs. Weiter geht's in der 25. Spielminute. Hier bekommt Nils Hilgenberg an der Blauen einen Pass, zieht ab auf Morawitz. Den geblockten Schuss nimmt Reschetnikow auf und verwandelt hier zum Ausgleich 3:3. Weiter in der 26. Spielminute. Die Herforder spielen sich hier den Puck frei. Von links kommt Lukas Klein vorm Tor her, spielt die Paderborner Abwehr aus und schießt das Tor zum 4:3 für Herford. 28. Spielminute. Bohle bekommt hier den Pass, zieht ab auf Löb. Der lässt abprallen und Evans nutzt die Chance und schiebt die Scheibe rein zum 5:3 für die Ice Dragons. In der 31. Spielminute wechselt der ESC Paderborn den Torwart und so geht Tobias Löb und die Nummer 30 Steve Temm betritt das Paderborner Tor. 38. Spielminute, Hans-Jochen Kalb hier von den Paderbornern am Puck, zieht ab auf Morawitz, der blockt. Schneider erobert sich den Puck hinterm Tor, spielt zu Josewik und der macht das vierte Tor der Paderborner an diesem Abend. Und so ging es mit einem Torunterschied zugunsten der Gäste aus Herford in die zweite Drittelpause. Und so kommen wir in die 43. Spielminute mit einem schönen Passspiel zwischen Brinkmann und Anton Seel und Lukas Klein, der hier die Chance nutzt, sein zweites Tor des Abends zu machen, zum 6:4 für Herford. Und wir bleiben in der 43. Spielminute, hier die 96. Kilian hat am Puck durchspielt, hier die komplette Paderborner Mannschaft. Stoppt hinterm Tor, spielt vors Tor zu Nils Bohle und der macht das Ding zum 7:4 für die Ice Dragons aus Herford.
Weiter in der 45. Spielminute hier an der blauen Linie bekommt Nils Hilgenberg den Pass und zieht ab mit einem Monster-Schlagschuss auf Morawitz. Der Puck rutscht über den Schläger und fliegt im hohen Bogen ins Tor. Die Paderborner verkürzen hier zum 5:7. Die Herforder ließen hier nichts mehr anbrennen und auch keine Chancen mehr der Paderborner zu. Und so hieß es dann am Ende, Sieger mit 3 Punkten, 5:7. Gegen den ESC Paderborn Derby-Sieg für die Ice Dragons aus Herford. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und hier für euch die ersten beiden Aufstiegsrunden-Spieltermine der Ice Dragons aus Herford. Am 9.1. besuchen die Herforder die Kölner Haie 1b und am 15.1. das erste Heimspiel Derby gegen den ESC Paderborn. Weitere Spieltermine findet ihr auf herforder-ev.de. Und wenn ihr die Ice Dragons auch mal auswärts unterstützen wollt, dann schaut doch einfach mal beim Fanprojekt Die Ostwestfalen vorbei unter www.fdo-herford.de/forum. Dort werden die Busreisen für die Auswärtsspiele organisiert. Zum Abschluss feierten die Fans natürlich kräftig die Mannschaft und die Mannschaft machte noch eine Ehrenrunde in der Halle. Abschließend zu diesem Video haben wir noch ein kleines Interview mit Kilian Hutt für euch. Ich wünsche euch alles Gute in diesem Sinne. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg heute Abend. Ihr habt die Meisterschaft gewonnen, ihr habt alle Spiele gewonnen. Du bist der Topscorer der Liga. Wie fühlt sich das an? Also ist alles bei dir perfekt gelaufen. Yeah, and even outside of hockey, I mean, I love Hereford, I love the city, the fans, everything. It's just been amazing. Ja, das freut mich sehr zu hören. Die Aufstiegsrunde kommt jetzt als nächstes. Was können wir davon erwarten? Well, as I'm sure the people I watch know, there's a couple teams in our division that were a little weaker than others, but a game like tonight that you saw against Paderborn, I'm expecting personally every game in the next promotion round to be like that, and I'm very, very excited for that. Ja klar, auf jeden Fall. Hast du vielleicht irgendwelche abschließenden Worte für die Fans oder für die Zuschauer hier? Just keep watching, we love you guys. It's been a fun year so far. Keep supporting the team. Thank you. Thank you. Awesome.